Ich lese aus dem Psalm eine Auswahl: Anfechtung und Trost beim Glück des Frevlers. Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die rein Herzens sind. Ich aber wäre fast gestrauchelt mit meinen Füßen. Mein Tritt wäre beinahe geglitten, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern so gut ging. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Sie höhnen und reden böse, sie reden und lästern hochher. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum läuft ihnen der Pöbel zu und schlürft ihr Wasser in vollen Zügen. Sie sprechen: Wie sollte Gott es wissen? Wie sollte der Höchste etwas merken? So sann ich nach, ob ich's begreifen könnte. Aber es war mir zu schwer. Bis ich ging in das Heiligtum Gottes und merkte auf ihr Ende. Dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. Ich möchte mit euch beten und wer kann und möchte, kann dazu aufstehen. Herr, wir möchten dir von ganzem Herzen danken, dass wir uns hier in deinen Namen versammeln dürfen und dir zu Ehren Gottesdienst feiern dürfen. Wir haben gerade gehört, dass es vielen Menschen in dieser Welt gut geht, obwohl sie kein Leben führen, wie es dir gefällt. Ihnen ist Reichtum, ein Leben in Hülle und Fülle wichtiger. Sie glauben der Lüge und leben in Ungerechtigkeit, haben keine Beziehung zu dir. Ja, sie leugnen dich, spotten sogar über dich und glauben, du würdest es nicht sehen. Aber du hast uns in dieser bösen Welt deinen einzigen Sohn, Jesus Christus, gesandt, damit auch alle Sünder die Möglichkeit haben, errettet zu werden. Herr Jesus Christus, wir möchten dich bitten, dass du noch viele Menschen aufzeigst, dass ihre schön geglaubte Welt nichts ist im Vergleich zu deinem Reich, dass sie erkennen, ihre Herzen öffnen und den Weg zu dir finden, dass sie erkennen, dass ihre Welt vergänglich ist und nur dein Königreich ewiglich ist. Herr Jesus Christus, sei bitte mitten unter uns, sei bei Johannes, wenn er dein Wort verkündet. Öffne du unsere Ohren und Herzen, damit wir dein Wort hören und in unsere Herzen aufnehmen können. Amen.
Ich lese Philipper 4, die Verse 4 bis 7. Freuet euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, freuet euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und mit Flehen, mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung.
Gnade sei mit uns und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Wir haben es gehört aus dem Psalm 73, einer der wichtigsten und schönsten Psalmen, die es überhaupt gibt. Gott ist dennoch Israels Trost. Und die Frage ist, wie kann Gott unser Trost sein? Wie kann Gott uns trösten? Oder wir könnten auch fragen, wer kann uns trösten? Wir wollen einen Abschnitt aus dem Jesaja-Buch im 40. Kapitel hören, Jesaja 40, die Verse 1 bis 11. Die gute Botschaft von der Erlösung. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihr zu, dass ihr Frondienst vollendet, dass ihre Schuld abgetragen ist. Denn sie hat von der Hand des Herrn Zweifaches empfangen für alle ihre Sünden. Eine Stimme ruft, in der Wüste bereitet den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße unserem Gott. Jedes Tal soll erhöht und jeder Berg und Hügel erniedrigt werden. Was uneben ist, soll gerade werden und was hügelig ist, zu Ebene. Und die Herrlichkeit des Herrn wird sich offenbaren und alles Fleisch miteinander wird sie sehen, denn der Mund des Herrn hat es geredet. Es spricht eine Stimme, verkündige. Und er sprach, was soll ich verkündigen? Alles Fleisch ist Gras und alle seine Anmut wie die Blume des Feldes. Das Gras wird dürr, die Blume fällt ab, denn der Hauch des Herrn hat sie angeweht. Wahrhaftig, das Volk ist Gras. Das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen, aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit. Steige auf einen hohen Berg, O Zion, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe deine Stimme mit Macht, O Jerusalem, die du frohe Botschaft verkündigst. Erhebe sie, fürchte dich nicht, sage den Städten Judas. Seht, da ist euer Gott. Siehe, Gott der Herr kommt mit Macht und sein Arm wird herrschen für ihn. Siehe, sein Lohn ist bei ihm und was er sich erworben hat, geht vor ihm her. Er wird seine Herde weiden wie ein Hirte, die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Vielen Dank. Tröstet, tröstet mein Volk. Wann und wozu und durch wen brauchen wir Trost in unserem Leben? Wir könnten jetzt vielleicht eine Gesprächsrunde einleiten und hier so Interview machen mit dem Mikrofon oder so und mal jeden fragen, gibt es Situationen oder gab es Situationen in deinem Leben, wo du getröstet werden musstest? Also die meisten von uns, glaube ich, können sich an solche an bestimmte Situationen gar nicht mehr erinnern, denn da waren sie ganz klein, da hat Mama sie getröstet. Und Mama hat sie getröstet, weil sie eben die Möglichkeit hatte, die Tränen abzuwischen und den Missstand zu beseitigen, das aufgeschlagene Knie zu verbinden und was auch immer. Aber es gibt natürlich auch noch schwerwiegendere oder mehr schwerwiegende Gründe. Und mancher von uns, ich habe gestern eine Beerdigung gehalten in Langhagen und dort war unter anderem der Psalm 23 im Mittelpunkt. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Wie können der Stecken und Stab eines Hirten seine Schafe trösten? Haben wir uns am Küchentisch gefragt, wie geht das? Indem der Hirte seinen Schafen zusagt, ich bin da, ich bin für euch da, ich bin euer Hirte. Wie macht er das? Ich habe mal ein Buch gelesen von Philipp Keller, ein Mann, der lebenslang Schafhirte war in Amerika irgendwo, ich weiß gar nicht genau wo. Und der hat mehrere Bücher geschrieben und in einem Buch hat er geschildert, wie er das als Hirte gemacht hat. Wenn die Schafe, die Herde in einem Pferch war, wo sie eingesperrt waren, dann erzählt er, dass die völlig unruhig wurden und völlig hektisch hin und her liefen. Und er als Hirte natürlich sich überlegen musste, was ist der Grund dessen, dass sie hier so hin und her laufen, so hektisch. Dann hat er versucht, den Grund rauszukriegen, hat seinen Hund da mal außenrum gescheucht und so weiter. Und dann hat er seinen Hirtenstab genommen, so erzählt er es. Und zwar diesen krummen Stab, der hatte wirklich so einen, wie man das in alten Bildern so sieht. Und dann hat er diesen Hirtenstab genommen, manchmal ist er in die Herde reingegangen, manchmal hat er das von außen gemacht.
und hat dieses krumme Ende über den Rücken der Schafe gleiten lassen und hat ihnen so die Gewissheit gegeben, unser Hirte ist da. Ich weiß nicht, wie lange die das trainiert haben, keine Ahnung, aber auf jeden Fall sagte er dann immer wieder, konnte er das beobachten, wie die Herde plötzlich ruhig wurde. Und wenn er es nur am Rande gemacht hat, dann pflanzte sich die Ruhe fort durch die ganze Herde durch. Dein Stecken und Stab trösten mich. Ich möchte heute einfach mal drei Fragen stellen. Wir haben das gestern so schön gehört von Uli Bombusch. Eigentlich sollte er hier predigen heute, er ist aber stimmlich nicht so gut auf der Reihe. Bei mir geht es gerade noch gut. drei Fragen, die hat er. Er hat auch immer so drei Punkte gehabt in den letzten Abenden in Wendischhagen und da schließe ich mich mal glatt an und sage erstens, wer sagt hier, tröstet, tröstet mein Volk? Zweitens, was genau sagt dieser Hirte hier? Und das Dritte, zu wem sagt er das hier? Wer sagt das? Es ist der, der auch gesagt hat, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sogar sein Leben für die Schafe. Der setzt sich so für die Schafe ein, für seine Herde ein, dass er sein Leben einsetzt dafür. Es ist kein Geringerer als der Herr, der Schöpfer der Welt. Es ist der, dem alle Macht im Himmel und auf Erden gebührt und gehört. Der Schöpfer der Welt, dem alles untertan ist, sogar die Naturgewalten untertan sind, der sagen kann, es werde Licht und es geschieht. Wenn ich das sagen würde, naja, muss ich mindestens eine Fernbedienung in der Hand haben oder so. Gott sagt, es werde Licht und es ward Licht. Oder der dem Wind befehlen kann, verstumme. Und der tut das. Er muss es. Wenn wir schon so eine so wahnsinnig starke Botschaft hören, spätestens dann wird es Zeit, dass wir fragen, wer sagt das? Können wir seiner Botschaft vertrauen? Ist dieserjenige, derjenige vertrauenswürdig? Das ist ja die Grundlage dafür, dass es auch wirklich Trost sein kann. Ansonsten ist das in Wind gesagt. Es war 1948. Otto, ein junger Mann aus Westfalen, sitzt und grübelt. Er sitzt im großen Mannschaftszelt, weit weg von seiner Heimat. Seine Kompanie an der russischen Front war restlos aufgerieben worden und nun saß er fern der Heimat in russischer Gefangenschaft. 3 Jahre dauerte dieses Dilemma nun schon an. Tag für Tag die harte Arbeit, immer in dem Wissen, zu Hause werden sie mich eigentlich brauchen, um das Land wieder aufzubauen. Dazu kommt, heute ist ein Tag vor Heiligabend. Otto sitzt da und denkt an zu Hause. Wie wird das denen dort gehen? Warum musste es ihn so hart treffen? Was macht die Frau, die Kinder? Sie werden groß sein, wenn er sie wiedersehen kann. Er ist niedergeschlagen und ganz ohne eine Hoffnung. Zu lange dauert dieser Zustand nun schon an. Doch plötzlich reißt einer der Mitgefangenen die Zeltplane hoch und schreit mitten in die dort Sitzenden hinein: Leute, hört her! Gestern war ein Diplomat der deutschen Übergangsregierung in Moskau. Man hat verhandelt und die Zusage der russischen Regierung bekommen, dass es kurz nach Neujahr nach Hause geht. Per Kommuniqué hat man sich dazu verpflichtet. Otto traut seinen Ohren nicht. Zu wunderbar, was da gesagt wird. Zu wunderbar nach all den Jahren der Trostlosigkeit. Dieses Wort an diesem Tag ist für ihn die Weihnachtsbotschaft schlechthin. Es ist nicht irgendein Wort, ein leeres Versprechen. Dahinter steht das Verhandlungsergebnis 2 Regierungen. Otto wird aus seiner Lethargie gerissen, weggeblasen, alle Traurigkeit. Jetzt wird doch noch alles gut. Jetzt ändert sich sein Leben erneut von Grund auf. Das war Evangelium, eine gute Botschaft in seinen Ohren. Jetzt konnte Weihnachten werden. Warum konnte für Otto Weihnachten werden? Okay, die Weihnachtsbotschaft hat da noch gar keine Rolle gespielt, sondern nur die frohe Nachricht, dass er nach Hause kann. Weil die Botschaft von höchster Stelle kam. Weil die Botschaft von einer maßgeblichen Stelle kam. Nun sind in unserer Welt Botschaften von höchsten Stellen manchmal auch höchst fragwürdig, beziehungsweise manchmal höchst unzuverlässig, leider. Schon damals sagte Jeremia über die Führer seines Volkes, denn sie gieren alle, klein und groß, nach unrechtem Gewinn, und Propheten und Priester gehen alle mit Lüge um.
Jeremia 6, Vers 13. Und wir haben es in dem Psalm, den der Daniel gelesen hat, auch gehört. Denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, da ich sah, dass es den Frevlern so gut geht. Sie sind nicht in Mühsal wie sonst die Leute und werden nicht wie andere Menschen geplagt. Sie höhnen und reden böse, sie reden und lästern hoch her. Was sie reden, das soll vom Himmel herab geredet sein. Das ist von höchster Stelle sozusagen. Was sie sagen, das soll gelten auf Erden. Darum läuft ihnen der Pöbel zu und schlürft ihr Wasser in vollen Zügen. Das war damals schon nicht anders, als es heute ist. Habe ich so jedenfalls den Eindruck. Und wenn man heute unsere Führer nimmt, dann ist auch die Frage, wie sehr kann man ihren Botschaften denn trauen? Denn es ist offenbar heute auch nicht viel anders, als es damals war. Sie sagten, es wird unter keinen Umständen eine Impfpflicht geben. Und dann ging das los. Kurze Zeit später, ein paar Wochen später, war das Gegenteil der Fall. Sie sagten jahrzehntelang, man darf keine Waffen in Kriegsgebiete schicken. Und kurze Zeit später, oder kommt Krieg, plötzlich ist alles wie weggeblasen und sie machen das Gegenteil. Nur zwei Beispiele, wie zuverlässig die Reden der Führer unserer Völker sind ja nicht nur unsere. Adenauer soll gesagt haben, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern. Das war schon damals nach dem Krieg, das war noch eine solide Regierung, die eben zum Beispiel diese Botschaft nach Russland gesendet hat, holt unsere Gefangenen zurück. Aber Gott, er sagt uns, und damit sind wir noch bei der ersten, aber schon bei der zweiten Frage, was genau sagt er hier? Gott, der lebendige Gott sagt, tröstet mein Volk. Und er sagt darüber hinaus, ich will es nochmal vorlesen, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und er sagt das bewusst zweimal, tröstet, nicht einfach mal so dahin, sondern das hat wirklich Gewicht. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Er sagt, die Knechtschaft soll beendet werden, die Knechtschaft der babylonischen Knute, der babylonischen Gefangenschaft. Diese Knechtschaft soll beendet werden. Das hatte Gott sowieso vor. Er hatte vor, dem Volk Israel Gericht zu schicken, aber dann irgendwann diese Knechtschaft zu beenden. Aber hier geht er noch einen ganzen Schritt weiter, und zwar den entscheidenden Schritt, auch für uns entscheidenden Schritt. Was würde uns heute gar nichts nützen, wenn er gesagt hätte, die Babylonier werden euch jetzt loslassen müssen oder so. Das würde für uns noch nicht frohe Botschaft sein, sondern das andere, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Die Knechtschaft der Sünde soll beendet werden, so wie die Knute Babylons. Von der Knute Babylons spricht er schon gar nicht mehr richtig, die sollte sowieso beendet werden. Aber hier und Gott geht es immer um viel, viel mehr als nur um unser Wohlergehen, als nur darum, dass es uns gut geht. Deswegen hat man ja Jesus auch so lange wirklich missverstanden. Auch die Jünger, die mit ihm gelaufen sind, haben bis zuletzt gehofft, dass er die Römer aus dem Land jagen würde, dass er das Volk Israel von der Annexion oder Besatzungsmacht befreien würde. Wir haben immer nur den nächstliegenden Schritt im Sinn. Und natürlich können wir traurig sein, was aus unserem Volk heutzutage gemacht wird, aus unserer Gesellschaft gemacht wird und wie alles den Bach runtergeht, ethisch, moralisch, wirtschaftlich, was auch immer man nehmen will. Es ist ein Trauerspiel und das kann uns traurig machen und das kann uns trübsinnig machen. Aber das ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende ist das, was er hier verkündigt, nämlich wirklich das Heil. Nicht nur das Wohl, sondern das Heil der Menschen. Und nun hören wir diese frohmachende Botschaft. Wir haben es gestern noch einmal zitiert bekommen in Wendischhagen. Euch ist heute der Heiland geboren. Das ist sicher bei uns erst in ein paar Tagen dran. Klar, am Weihnachtsabend, am Heiligabend und dann in den Weihnachtstagen. Aber das dürfen wir ja auch schon mal für uns hören. Das ist das eigentliche Heil. Euch ist heute der Heiland geboren. Das ist viel, viel mehr als der König von Babylon hat abgedankt oder keine Ahnung, irgend sowas. Diese Botschaft an die Hirten auf den Feldern vor Bethlehem ist eben nicht mehr nur eine Ankündigung unseres künftigen Heils, sondern es ist die Feststellung oder das Verkünden des vollendeten Heils.
Denn euch ist heute der Heiland geboren. Das ist nicht etwas, was mal kommen könnte oder sollte, sondern das ist da, das ist Fakt. Euch ist heute, vor 2000 Jahren geschah das, der Heiland geboren und ihr dürft daran glauben, ihr dürft daran festhalten. Und das sind keine Fake News oder irgend so etwas, sondern das ist Fakt und das kann jeder nachprüfen. Also jedenfalls anhand geschichtlicher Quellen. Ne? Wir können uns da nicht zurückbeamen, aber wir können es uns sagen lassen. Und dann heißt es hier in Jesaja 40, denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Es ist von höchster Stelle gesagt, aber von der höchsten Stelle, die nicht abhängig ist von irgendwelchen Wahlergebnissen oder irgendwas anderem, von der Zustimmung von der Masse des Volkes oder so etwas. Das ist nicht Populismus, sondern das ist tatsächlich Fakt. Das ist von der Stelle des Schöpfers ausgeredet. Und dann kommt noch einmal der Vers 8 hier in diesem Jesaja-Kapitel, das eines der schönsten und besten Kapitel ist, die wir überhaupt kennen im Alten Testament. Das Gras verdorrt, die Blume verwelkt. Aber das Wort unseres Gottes bleibt ewiglich. Das Wort unseres Gottes wird nicht hinfallen. An vielen Stellen in der Bibel wird uns das gesagt, aber hier nochmal ausdrücklich. Das ist das Wort des lebendigen, ewigen Gottes. Wenn Gott etwas sagt, dann sind das keine leeren Versprechen. Und das ist wichtig, denn nur das kann uns wirklich Trost geben. Nur das kann uns wirklich Zuversicht geben für die Zukunft. Nur das kann uns wirklich eine Zuversicht geben, die über den Tod hinausreicht. Deswegen dürfen wir an jedem Grab, und ich sagte schon, ich durfte das gestern wieder tun, am Grab angesichts des Todes das Leben verkündigen. Denn der Herr ist auferstanden und er will uns alle mit sich auferwecken. Er will, dass wir mit ihm in der Herrlichkeit, in der Ewigkeit bei Gott sein werden. Dann ist dieser Trost keine Durchhalteparole, so wie das vielleicht, wenn es nicht von höchster Stelle gewesen wäre und die darauf vertrauen konnten, für den Otto der Fall gewesen wäre. Durchhalten, durchhalten, das wird schon werden oder sowas. Es ist eine Verheißung. Die Knechtschaft ist zu Ende. Ich schaffe Neues und zwar grundlegend Neues, sodass nicht nur die Knechtschaft unter Babylon zu Ende ist, sondern die Knechtschaft unter der Sünde und den Satan zu Ende ist. Ist unsere gottlose Situation nun hoffnungslos? Ist sie trostlos in unserer Zeit, in der so viele Menschen Gott den Rücken kehren und sagen, mit dem wollen wir nichts zu tun haben? Nein, ist sie eben nicht. Denn Gott sagt, tröstet, tröstet mein Volk. Jesaja spricht dieses Wort Gottes mitten hinein in eine trostlose Zeit, in eine Zeit, in der alles am Ende war, in der alles da niederlag. Ausweglose Situationen sind Gottes Spezialität. Und zwar deswegen, weil er über allem steht. Weil er, wie gesagt, zu dem Sturm, der über uns wegfegt, oder die Wellen, die über uns wegschwappen, sagen kann, verstumme und bleib still. Wir kennen das Lied und das wollen wir nachher am Schluss noch singen, auch wenn es ein Vorgriff auf Weihnachten ist. Und wir haben darüber diskutiert, ob man schon Weihnachtslieder im Advent singen sollte. Aber manche sollte man vielleicht doch schon im Advent singen, einfach weil die Zeit zu kurz ist, dass man Weihnachtslieder singen kann. Ihr kennt das Lied, fröhlich soll mein Herz springen, dieser Zeit darf er Freud alle Engel singen. Paul Gerhardt erlebte solche dramatischen und ausweglosen Situationen, wie wir sie wahrscheinlich alle noch nicht erlebt haben. Björn hat gestern ein bisschen was vorgelesen von Paul Gerhardt, wie er seine Kinder verloren hat, seine Frau zweimal, glaube ich, ne? Und so, also, ja, die Kinder, genau. Also wirklich, und das mitten in der Zeit des 30-jährigen Krieges. Also das waren nicht Zuckerschlecken, das waren nicht Wohlstandskids, die sich da auf die Straße kleben oder sowas. Da ging es um das nackte Überleben. Und mitten in diese Zeit hinein dichtet er ein Lied, fröhlich soll mein Herz springen, dieser Zeit darf vor Freud alle Engel singen. Können wir dieses Lied in unserer Zeit aus vollstem Herzen singen? Können wir mal ausprobieren, ob das geht. Ob wir im Blick auf den wiederkommenden Herrn, auf den Herrn, der alles in der Hand hat, sagen können, fröhlich soll mein Herz springen. Mit der Verheißung des Heils tröstet Gott sein Volk. Mit der Verheißung des Heils tröstet er uns. Mit der Verheißung der Ewigkeit
Bei ihm im Himmel tröstet er uns mit der Verheißung der alten und der neuen Heimat. In Israel war das so, dass Gott ihnen die alte Heimat zurückgegeben hat und gesagt hat, ich werde dafür sorgen, dass ihr zurück könnt. Und hat sozusagen innerlich dem König von Babylon die Anweisung gegeben, lass mein Volk zurückziehen, nach Hause ziehen. Genau wie damals dem Pharao in Ägypten und so weiter. Aber das ist noch nicht die wirklich neue Heimat. Unsere Heimat, so hören wir es im Neuen Testament, ist im Himmel. Unsere Heimat ist eine andere Heimat, denn wir sind hier nicht wirklich zu Hause. Das wissen wir auch. Wir wissen, dass wir hier nicht eine bleibende Stadt haben, sondern die zukünftige, die Gottesstadt suchen. Gott beseitigt die Trümmerfelder der Geschichte, aber er beseitigt auch das Trümmerfeld meiner und deiner und unserer Sünde. Genau das wird uns hier zugesagt und verheißen. Er bringt uns zurück in die alte, verloren gegangene Heimat. Es ist die Heimat des Paradieses. Gott musste Adam und Eva rausschmeißen und sagen, von jetzt an wird alles mühsam werden. Von jetzt an ist die Sünde mittendrin in eurem Leben, in eurem Herzen. Und wer wollte sagen, er hätte keine in seinem Herzen? Gott verheißt uns diese neue Heimat im Paradies, wo die Sünde keine Rolle mehr spielt. Und wo der Hass und der Streit auch unter den Tieren oder Tier und Mensch und was auch immer keine Rolle mehr spielt. Und er uns sagen kann, Gott wird abwischen alle Tränen von euren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein in der Offenbarung. Und nun noch kurz die dritte Frage, zu wem sagt er das hier? Er sagt es zu seinem Volk, zu seinen auserwählten Kindern, zu denen, die ihn erwählt haben, aber die er zuvor erwählt hat. Zu denen, die zu ihm Ja gesagt haben, ja, ich will diesem Herrn folgen. Tröstet, tröstet mein Volk. Das war damals Israel. Und das ist heute das Israel, das heutige Israel, aber auch die neutestamentliche Gemeinde Jesu, das Volk Gottes. Er baut alles neu auf, egal was sie getan haben. Gott kann auch mein Leben neu aufbauen, egal was ich getan habe, egal was die Vergangenheit mir gebracht hat oder was ich in der Vergangenheit getan habe, egal. Es ist nicht wichtig. Für Gott sind alle Sünden gleich schlimm oder nicht schlimm, wie auch immer. Er ist für alle Sünden doch sind gleich schlimm, sage ich mal, weil er für alle Sünden, auch für die kleinste Notlüge, gestorben ist. Und ich hergehen muss und sagen muss, Herr, verzeih mir, vergib mir. Und fortan, so heißt es dann bei Jesaja ein paar Kapitel weiter, 13 Kapitel weiter genau, Jesaja 53, die Strafe liegt fortan auf ihm, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir müssen nicht mehr, wie noch das Volk Israel vor 2500 Jahren, die Strafe selbst tragen, die Strafe für die Sünde, sondern die liegt auf ihm, damit wir Frieden haben. Und so ist Jesaja mit der ganzen Verheißung von Jesaja 40 bis 53 eine einzigartige, schon fast neutestamentliche Verheißung des Heils Gottes, das er uns geben will. Das ist Trost. Das ist die Grundlage des Trostes in dieser und in jeder Advents- und Weihnachtszeit. Bereitet dem Herrn den Weg in euer eigenes Herz. Das ist Advent. Gottes Trost ist somit nicht Vertröstung auf das Jenseits, sondern hier und jetzt greifbar und erlebbar. Er bedeutet, also dieser Trost bedeutet einerseits Verheißung, aber andererseits auch Auftrag. Auftrag für uns, dass wir in dieser Welt diesen Trost auch weitergeben. Dass wir diesen Trost nicht für uns behalten und dass wir sagen, wir sitzen hier so wunderschön in Bülow. Ich habe trotzdem kalte Hände ein bisschen, aber ich weiß nicht genau, Björn, ob das Ding noch warm ist. Aber es ist trotzdem irgendwie gemütlich hier bei uns und das reicht uns. Hauptsache, wir sind gerettet. Nein, Gott will, dass wir hinausgehen und dass wir sagen, es müssen doch unsere Nachbarn erfahren, es müssen doch die erfahren, die im Dunkeln sitzen und die Trost brauchen, die verzweifelt sind. Und wie viele Menschen sind heute verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie es weitergehen soll. Das ist vielleicht, so könnte man im Weltmaßstab sagen, noch auf einem sehr hohen Niveau materiell gesehen. Aber die Leute sind verzweifelt. Und da können wir ihnen diese frohe Botschaft sagen und sagen, es kommt darauf nicht in erster Linie an. Wenn wir diese Verheißung hinaustragen in die Welt, dann sollte das jeder
auf seine Weise mit seinen Möglichkeiten tun. Der eine mit der Musik, mit den Trompeten oder Klavier oder was auch immer es sein mag. Der Architekt mit seinem Bauwerk, der Arzt mit seinen Fertigkeiten im Blick auf die Knochen unseres Körpers und so weiter. Und die Hausfrau mit ihrer Arbeit in der Familie und an den Kindern. Der Ehemann und die Ehefrau in dieser engsten Gemeinschaft, die erst recht nicht ohne Vergebung und Neuanfang auskommt. Die Kinder in der Schule. Es müssen eure Schulkameraden erfahren, dass ihr Christen, dass ihr Kinder Gottes seid, dass ihr an Jesus glaubt. Die Liebe Jesu, die Liebe Gottes soll unsere Herzen so bestimmen und in unsere Herzen oder aus unseren Herzen überfließen, dass die anderen es merken. So segne uns der lebendige, ewige Gott in dieser vor uns liegenden Weihnachtszeit und in der Rest-Adventszeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen. Danke. Also ich denke, es ist wichtig, dass wir aneinander Anteil nehmen und Anteil geben und dass wir dann auch sagen, wir wollen auch füreinander beten, dann auch zu Hause. Lasst uns jetzt uns erheben zum Gebet. Herr, unser Gott und Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir zu dir kommen können mit all unseren Anliegen, mit all unserer Not, mit allen Fragen, mit allen Zweifeln, mit allem, was uns Not macht und beschäftigt. Und wir danken dir, dass wir so als Gemeinde zusammen sein können hier in dieser Kirche und dass wir uns frei versammeln können, dass wir uns so versammeln können, dass wir miteinander dich loben und anrufen und von dir hören können. Wir bitten dich für die, die heute nicht unter uns sein können, die krank da niederliegen in dieser Zeit, wo manche Erkältung und Ähnliches ist. Aber wir bitten dich ganz besonders für Mareike, die im Krankenhaus liegt, dass du sie und das Kindchen bewahrst und es schenkst, dass sie gut wieder nach Hause kommen kann und wenn es sein kann, dann auch das Kind zur ganz normalen Zeit zur Welt kommen kann. Wir wollen dich herzlich bitten für die Antje, dass du dich ihrer annimmst und sie umgibst mit deinem Schutz und Frieden und es schenkst, dass sie gesund wieder nach Hause kommen kann. Schenk du den Ärzten Weisheit und Gelingen bei allem, was sie mit ihr vorhaben. Wir danken dir, Herr, dass wir als Gemeinde auch darin zusammenstehen können. Und wir wollen dich in dieser Stunde bitten für die Menschen,
die um deines Namens willen verfolgt werden in der Welt. Wir wissen, dass so viele, viele Menschen, die dir gehören, die dir nachfolgen, die deine Kinder sind, an dich glauben und sich zu dir bekennen, verfolgt werden, Nachteile zu ertragen haben und manche sogar mit dem Tod bedroht werden. Wir bitten dich, dass du ihnen Kraft schenkst, an dir festzuhalten und bei dir zu bleiben. Und dass du ihnen die Zuversicht und die Gewissheit deiner Verheißung schenkst. Tröstet, tröstet mein Volk. Wir bitten dich für die, die Verantwortung tragen in unserem Volk. Herr, erbarme du dich. Erbarme dich über die, die dich vergessen haben und die vielleicht sogar schon vergessen haben, dass sie dich vergessen haben, die überhaupt nicht mehr nur andeutungsweise an dich denken. Herr, schenk du uns Politiker, die dich kennen und lieben und in der Verantwortung vor dir, so wie es unser Grundgesetz sagt, Entscheidungen treffen. Wir bitten dich für die Völker der Welt, auch die, die gegeneinander stehen, mit Hass aufeinander, erbarme du dich und gib du denen, die auch dafür Verantwortung tragen, dass sie zum Frieden beitragen, dass sie alles tun, was zum Frieden dient. Wir bitten dich für die, die nicht das Nötigste haben zum Leben, die hungern, weil es an allen Ecken fehlt. Herr, hilf du uns, dass wir helfen, wo wir helfen können, dass wir das tun, was wir tun können, um ihnen ihre Not zu lindern. Du siehst, wie viel Geld für Waffen und alles Mögliche ausgegeben wird und für das, was wirklich zum Leben dient, nichts oder ganz wenig. Herr, hilf du. Wir danken dir, dass wir dir die vor uns liegende Weihnachtszeit anbefehlen können, auch das, was noch zu üben ist und das, was wir für den nächsten Gottesdienst am Heiligabend üben wollen. Wir bitten dich, dass du uns dazu Gelingen schenkst und Freude daran schenkst, den Kindern und Jugendlichen und gelige Lingen gibst bei allem und denen, die mit ihr das tun. Wir danken dir, dass wir uns freuen dürfen auf die vor uns liegende Zeit. Danke, dass du bei uns bist, auch an diesem Tag. Danke, dass du mit uns gehst in die vor uns liegende Zeit. Dich, den lebendigen Gott, beten wir an. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und so geht hin im Frieden unseres Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.